Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute geht es um die 5 Dinge, die ich an diesem Sport wirklich leidenschaftlich hasse. Und ich wäre nicht ich, wenn ich keinen Prolog davor halten würde. Ich will euch diesen Sport damit nicht vermiesen. Dieser Eindruck kann fälschlicherweise in letzter Zeit ab und zu mal entstehen, da ich nun mal so Videos bringe wie die gefährlichsten Übungen oder die Top 5 der ungesündesten Übungen. Und so manch einer zeigt seinen Frust bereits schon in den Kommentaren und schreibt so etwas wie, ja, dann kann ich es ja gleich sein lassen. Oder warum trainierst du überhaupt noch? Dazu muss ich allerdings sagen, und das liegt eigentlich auf der Hand, beziehungsweise sollte es eine logische Schlussfolgerung sein, wenn man etwas wirklich leidenschaftlich liebt, sollte man sich auch reflektiert damit auseinandersetzen. Und diese Leidenschaft kann oft dann auch dazu führen, dass man eben gerade Dinge dadurch auch hasst und die negativen Seiten sieht. Kleines Beispiel. Umso leidenschaftlicher ihr diesen Sport liebt und vielleicht die Disziplin Bankdrücken, desto eher werdet ihr den Teil hassen, dass ihr es einfach nicht jeden Tag machen könnt, dass es einfach nicht geht, nicht möglich ist. Und so sieht man, es gibt auch immer wieder Schattenseiten. Und heute sprechen wir über die Top 5, die ich sogar für euch in eine Reihenfolge gebracht habe. Starten wir einfach mal mit Platz 5. Und hier muss ich sagen, das ist eine Sache, da glaube ich, das ist bei vielen von euch sogar auf Platz 1 und das Erste, was euch einfällt, nämlich die Vergänglichkeit. Viele sagen mir immer wieder, das ist so ein unfassbar undankbarer Sport. Kaum ist man mal im Urlaub, kommt man zurück und die ganzen Gains sind wieder lost, die man sich jahrelang aufgebaut hat. Das stimmt natürlich nicht. Also muss ich das erst einmal abmildern. Die meisten denken zu viel, dass man zu schnell zu viel verliert. Allerdings ist das nicht ganz der Fall. Dennoch, wenn ich mal überlege, und ich rede nicht von denjenigen von euch, die für 1 oder 2 oder 3 Jahre gerade mal trainieren, sondern Leute, die seit 10, 15, 20 Jahre trainieren, mit einem Einsatz von 10 Stunden die Woche, und da ist noch nicht einmal bei YouTube-Videos gucken, Informationen, Bücher lesen, Austausch darüber, Trainingspläne schreiben und die Ernährung. Das kann also wirklich 40, 50 Stunden die Woche sein. Und dann macht man das für 20 Jahre, hat eine wirklich gute Form und würde es dann für 3, 4, 5 Jahre komplett schleifen lassen, dann wäre wirklich viel weg, nahezu alles. Eine Grundstruktur, ja, halten die meisten bei. Und natürlich baut man auch schneller wieder auf und findet den Anschluss. Aber erstmal ist es weg. Und in der Zeit hätte man wahrscheinlich 3 Häuser gebaut, aber die wären nicht weg. Und das ist tatsächlich eine Sache, die schafft es damit noch bei mir in die Top 5. Das ist schon nervig. Platz 4. Mehr bringt nicht mehr. So manch einer wird Markus Rühl gerne folgen bei dieser Weisheit, aber es funktioniert nun mal nicht immer. Und gerade für diejenigen da draußen, die eine große Leidenschaft haben und sich durch ihre Willenskraft auszeichnen, für die ist das die absolute Spaßbremse schlechthin. Ich zum Beispiel wog 1,56 Kilo bei gleicher Körpergröße, aber ich habe eine enorme Willenskraft und dachte mir, jetzt hole ich auf. Und wenn man sich dann wirklich schon denkt, okay, ich mache einfach das gut, was die anderen schon seit Jahren sich antrainiert haben, die haben schon die schöne Heldenbrust, dann werde ich jetzt einfach die Brust 6-mal am Tag trainieren. Tja, so funktioniert das leider nicht im Bodybuilding. Man muss warten, man muss sich nach seiner Biologie richten und bestimmte Prozesse müssen abgehen und das ist schon ganz schön nervig, vor allem für diejenigen, die einfach wirklich diese Willenskraft haben und vorausdreschen möchten. Deswegen auf Platz 4, mehr ist leider nicht mehr und ich kann einfach nicht so viel reintun, wie ich gerne würde. Platz 3, diese furchtbare Ungenauigkeit. Wenn man so wie ich sich mit diesem Sport auch in der Theorie enorm auseinandersetzt und ich denke, Leute, die schon alleine YouTube-Videos gucken, die gehen so ein bisschen in die Richtung, dass sie nicht nur einfach sich an den Maschinen abreagieren. Dann ist es furchtbar, wenn man bedenkt, welche Faktoren alle einfließen können und dadurch eure Evaluierungen absolut zerstören. Weshalb es auch eine so ungenaue Wissenschaft nur dahinter gibt, beziehungsweise kaum eine, außer große Erfahrungswerte. Und genau das ist das Problem bei den Science-Based Sachen, weil es keine richtige Science dahinter gibt. Zum einen wird sie einfach nicht bezahlt, zum anderen sind die Studien meistens enorm ungenau und treffen es nicht, weil sie nur für eine kurze Zeit sind und mit den falschen Probanden. Aber dazu gibt es schon mehr hier. Jetzt gehen wir mal auf die Ungenauigkeit ein und die ist tatsächlich enorm weitreichend. Angenommen, ihr habt einmal einen Trainingsplan oder eine bestimmte Übung ausprobiert und diese würdet ihr evaluieren. Ihr habt schon vorher andere Übungen gehabt, ihr habt danach wieder andere Übungen und merkt, okay, die hat irgendwie für ein besseres Gefühl gesorgt oder ein Trainingsplan über 6 Wochen und ihr habt mehr zugenommen. Jetzt würdet ihr natürlich denken, das war der Trainingsplan. Aber war es nicht vielleicht auch andere Faktoren, wie die Ernährung in der Zeit? Oder die Arbeitsumstände in der Zeit, hattet ihr frei? Selbst wenn ihr perfektionistisch rangeht und sagt, ihr lasst wie in der Wissenschaft, wie bei Studien, alles andere gleich und ändert nur den Trainingsplan, um das wirklich evaluieren zu können, dann gibt es trotzdem eine ganze Menge Faktoren, die ihr einfach nicht beeinflussen könnt. Zum Beispiel kann es sein, dass ihr genau zu der Zeit, wo ihr am meisten zugenommen habt, nicht etwa der Trainingsplan schuld war, sondern ihr hattet einen ganz anderen mentalen Zustand. Ihr wart glücklicher. Vielleicht war es Sommerzeit und ihr nehmt da einfach besser zu. Vielleicht wart ihr einfach verliebt.
Kann auch sein und schon nehmt ihr besser zu. Hormonlevel ändern sich ständig, für die Frau noch mehr als für den Mann. Und, jetzt kommt's, das ist so das Sahnehäubchen noch oben drauf, es kann sogar sein, dass ihr im Laufe der Jahre eurer Trainingserfahrung auf andere Dinge plötzlich anders reagiert, weil ihr mehr Muskulatur habt, weil ihr mehr rekrutieren könnt, weil ihr mehr einfach gelernt habt in dem Sport. So kann es sein, dass ihr im Jahr Nummer 2 einen bestimmten Trainingsplan macht und merkt, das haut nicht hin. In Jahr Nummer 7 wäre es aber der perfekte Trainingsplan für euch. All das kann passieren und dann auch noch aufeinander aufbauen. Manchmal ist der Kontrast auch das, was den Wachstumsreiz auslöst. Oh mein Gott, das ist zum Verzweifeln und das hasse ich wirklich. An dieser Stelle, weil wir gerade dabei waren, eine kleine Honorable Mention. Und zwar der Informationsüberfluss. Ja, das hat nicht direkt mit dem Sport zu tun, deswegen auch nur eine Ehrenerwähnung. Aber es ist etwas, was euch da draußen, und das merke ich immer wieder, vor allem zum Verzweifeln bringt. Gerade heutzutage im digitalen Zeitalter mit den ganzen Videos und Social Media gibt es so viel Information, dass ihr einfach nicht mehr weiter wisst. Eigentlich wäre es schon fast besser, wenn ihr gar keine bekommen würdet. Deswegen kann ich nur den Tipp geben, richtet euch nach diesem Kanal. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Schaut euch mal die anderen Videos an und dann habt ihr zumindest eine Spur und ignoriert die anderen. Und damit kommen wir schon zu den Top 2 Dingen, die mich an diesem Sport wirklich ankotzen. Platz 2, die Ungewissheit. Das klingt jetzt erstmal ziemlich gleich wie Platz 3, die Ungenauigkeit, aber die Ungewissheit ist nochmal etwas anderes. Zum Beispiel haben wir keine Körpertransparenz, gerade wenn es zum Beispiel um die Nährstoffe geht. Ihr wisst nie, wie viel Aminosäuren und welche braucht mein Körper jetzt exakt. Wie viel Protein brauche ich? Das sind alles nur Schätzungen. Und leider sind wir alle sehr individuell und deswegen sind diese Schätzungen auch noch nicht einmal auf uns getrimmt. Aber selbst zu einer bestimmten Zeit nicht. Es kann sein, dass ihr in der einen Minute eine bestimmte Aminosäure mehr braucht und in der nächsten Minute nicht mehr. Bestimmte Vitamine, Makronährstoffe, Mikronährstoffe und so weiter. Das wissen wir nicht. Also was machen wir? Als Bodybuilder sorgen wir dafür, dass wir alles im Überfluss haben und schütten es obendrauf. Dafür sind Supplements super. Und das ist das, was viele da draußen immer falsch verstehen. Wenn sie gegen Supplements meckern und sagen, das braucht man alles nicht. Doch, es ist die Nummer sicher. Brauchen, um irgendwie Muskeln aufzubauen? Nein. Aber um es optimal zu machen und auf Nummer sicher zu gehen? Ja, es ist die Versicherung. Also gebe ich lieber ein paar Aminosäuren zu viel. Weiß ja nie, welche mein Körper braucht und wann er sie braucht. Aber dann habe ich sie einfach. Und wenn er sie braucht, bitte, wenn nicht, raus damit. Und das alleine bei den Nährstoffen ist eine furchtbare Qual. Lasst ihr das einmal in euren Kopf, ist es nur schwer, das wieder rauszubekommen. Aber, auch wie schon erwähnt bei der Ungenauigkeit, die Evaluierung. Welche Übung bringt mir am meisten? Welche Satzzahl? Wie viel Wiederholungen? Welcher Splitplan? Wie oft soll ich den Muskel trainieren? Wie hoch sollen die Pausenzeiten sein? All das ist einfach unmöglich zu evaluieren. Grob und mit vielen Jahren kann man es eingrenzen, aber so gibt es einfach keine große Gewissheit in diesem Sport. Und an dieser Stelle kann ich euch sagen, selbst Bodybuilder, Profi-Bodybuilder, die seit 20, 25 Jahren trainieren, haben einen Traum. Wenn sie irgendwann versterben und vor den Himmelspforten stehen, dann würden sie, wenn sie nur einen Wunsch frei hätten, gerne wissen, was wäre mein optimaler Trainingsplan gewesen, um Muskeln aufzubauen. Ich will es unbedingt wissen. Denn egal, wie sie alle heißen, ob es Phil Heath ist, Ronnie Coleman, Chris Bumstead oder sonst wer, alle können nur schätzen, aber sie haben im Kopf, es muss irgendwo das Perfekte geben. Eine Wiederholung mehr, eine weniger, Reps in Reserve oder nicht, und ich wüsste es gerne. Man weiß es aber nicht. Also tut man, was man kann. Keine Körpertransparenz und deswegen sicherlich auch der Champ für Platz 1, aber nun ja, Platz 1 um einen Hauch ist etwas anderes. Und zwar die Langwierigkeit. Hängt auch eng damit zusammen, aber alles braucht wahnsinnig lange Zeit. Muskelaufbau alleine braucht Zeit. Ihr könnt in die Trickkiste greifen, natürlich, dann dauert es nicht so lange. Aber gut, dann hat man auch wiederum seine Nebenwirkung davon. Und selbst dann, finde ich, für einen ungeduldigen Menschen, wie ich es bin, selbst dann dauert es noch. Ihr werdet es nie so haben, dass ihr jetzt trainiert und danach etwas seht. Pump, ja, aber Wachstum eigentlich nicht. Und wenn ihr mal überlegt, das ist bei allem anderen anders. Baut ihr eine Mauer, baut ihr sie jetzt und danach seht ihr die Mauer. Baut ihr ein Haus, dann seht ihr Stück für Stück, wie es fortschreitet. Wenn ihr Vokabeln lernt, könnt ihr sie danach, nachdem ihr sie gelernt habt. Aber hier, ihr macht eine ganze Trainingseinheit für die Brust und nichts passiert. Ihr seid sogar schwächer. Das ist grausam. Aber erst recht, wenn wir in die Tiefe gehen. Bei all dem, was ich gerade gesagt habe, wir wollen wissen, was für uns am besten ist. Aber nur mal zu sagen, ich probiere doch mal den neuen Trainingsplan von Gotti aus. Wisst ihr, was ausprobieren heißt? Nicht morgen das mal eben machen, beim nächsten Training oder für eine Woche. Nein, konkretes Ausprobieren wären mindestens 3 Monate. Ansonsten hat man es nicht ausprobiert.
Wenn ihr mal überlegt, in 3 Monaten, das sind vielleicht 10, 12 Einheiten für einen Muskel. Das war's. Und das ist schwer zu evaluieren. Und dann kommen noch die Ungewissheit und die Ungenauigkeit dazu. Das heißt, selbst wenn ihr dann merkt, okay, ihr habt jetzt eine Bewertung, war gut oder war schlecht, kann es sein, dass es auch an anderen Dingen lag. Hattet ihr viel Stress in der Arbeit und so weiter. Das habe ich schon aufgezählt und das macht es wahnsinnig. Denn wenn ihr das dann nur ein zweites oder ein drittes Mal ausprobieren wollt, vergehen 2 Jahre eures Lebens. Grausame Aussichten. Jetzt bin ich sehr gespannt, was eure Top 5 ist oder beziehungsweise was euch zu meinen Top 5 einfällt. Habt ihr vielleicht die gleichen oder in einer anderen Reihenfolge? Was zieht euch an dem Sport an und was weniger? Und wer jetzt mal wissen möchte, ganz artverwandt damit, was Disziplin in diesem Sport bedeutet, denn der wird überrascht sein. Disziplin ist es nicht etwa regelmäßig zum Training zu gehen, das denken die meisten. Oh, ich bin diszipliniert, ich gehe jedes Mal ins Gym und selbst wenn es regnet. Irrtum, auch da liegt man falsch, Disziplin ist auch hier etwas anderes. Der schaut sich das Video an und geht direkt weiter und guckt einfach mal, seid ihr diszipliniert oder nicht? Gehört ihr zu denen? Ansonsten, liked das Video, wenn es euch gefallen hat und schaut mal bei Protein Arena vorbei. Eure Lieblingssupplements und nicht nur von einer Marke, für 15% weniger mit dem Code GOTTI15. Probiert's mal aus. Wir sehen uns. Bis bald, euer Gotti.